Ein Saal, das Parkett, das Herz der Börse. 10 Uhr. Nichts deutet darauf hin, dass hier einer der größten Kapitalumschlagplätze der Welt ist. 11 Uhr. Das Eigenleben der Makler, Händler und Spekulanten beginnt. 11.30 Uhr. Wie jeden Morgen Börseneröffnung. 2 Stunden gehen Menschen, meist Männer, ihrer merkwürdigen Arbeit nach. Eine Welt aus Hektik, Geld, Konkurrenz, Fachsprache. Die Röhren sind 3,5 Geld. Ich habe diese 15 Mal in der Kopie. 700 mit 3 Mark. Brief, das lernt man bald, heißt Angebot. Brief, das heißt, da will einer was verkaufen. Geld, das lernt man schnell, heißt Nachfrage. Peter, wie bleiben die Waffen? Geld, das heißt, da will einer was kaufen. 2:3 Daimler! 2,5 Geld Daimler! Bleib brief! Ja, oder dann nicht. 6:10:30 Gondi! 6:10:30! Kaufen und verkaufen. Die Broker, die Makler, die Händler. Dafür rennen, brüllen, notieren sie. Davon leben sie. Die Börse. Das ist ihr Geschäft. Die Börse in Frankfurt am Main. Frankfurt. Von den einen in den Himmel gehoben, von den anderen in den Hades verdammt. Egal, es ist die Main-Metropole. Auf den ersten Blick die große Stadt der Hochhäuser, der Banken. So viele Banken gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. Fast 360 in- und ausländische Institute. Schön oder nicht schön? Keine Debatte gibt es über eine Tatsache. Frankfurt ist das wichtigste Finanz- und Kapitalzentrum in Deutschland. Ohne die Banken wäre die Börse nichts. Sie liegt im Meer der Häuser. Ihr Haus ist älter als manches drumherum. Ihre mächtige Kuppel hat sogar noch die Chance, über einige Dächer hinauszuragen. 8 Börsen gibt es in Deutschland. Frankfurt ist die Nummer 1. Die Hälfte aller Umsätze an den 8 Börsen entfällt auf die Main-Metropole. Als Banken- und Börsenplatz hat die Stadt Geschichte und Tradition bis ins Mittelalter zurück. Zu dieser Zeit finden Börsenversammlungen auf freien Plätzen statt, wie hier am Liebfrauenberg auf dem offenen Hof des Hauses Braunfels. Dieser Hof hatte bei Regenwasser seine Pfützen, liest man in alten Schriften, war bei Schneefall ein kleiner Morast, aber man kannte es nicht besser und fügte sich da rein. Und wahr soll sein, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Komponist Georg Philipp Telemann in einem Zimmer des Hauses Braunfels wohnte und sich wegen des Lärms der Börsianer gestört fühlte. Er machte sich an die Arbeit und komponierte ein Stück gegen die Börse, die Orchestersuite La Bourse, ein frühes Proteststück aus dem Jahre 1720. Musik.
Ein eigenes Börsengebäude, die in der Nähe der Paulskirche gelegene alte Börse, wird im letzten Jahrhundert bezogen. Doch da heißt es schon in einem Zirkular der Handelskammer, sie hatte sich als durchaus ungenügender Raum erwiesen, die gegenseitige Kommunikation der Börsenmitglieder erschwert durch die Überfüllung und durch das stete Gedränge, der Aufenthalt selbst als lästig und ungesund. Ende der Nörgelei. Ein neues Börsengebäude musste her. 1879 findet die Frankfurter Börse ihr drittes Domizil. Und da ist sie heute noch, am Börsenplatz. Nach der Zerstörung durch den Krieg wird wieder aufgebaut. Kurs, Anzeigetafel und Computerterminals prägen jetzt den Saal. Gegenwart. 12,5 Geld, 13 Brief VW. Ein Broker, ein Makler. Aber was wichtig ist, ein freier Makler. Sein Name Fritz Nohls. Er schreit ihn raus, den Kurs, zu dem er Geschäfte abschließen möchte. Er will jemanden finden, der bereit ist, zu dem genannten Kurs zu verkaufen und jemanden, der zu diesem Kurs kaufen will. 8:9 Waffe. 8 Geld Waffen. 12,5 Geld VW. Kommt es zu einem Geschäft, dann hat der freie Makler verdient, seine Prozente, will sagen, seine Promille vom Umsatz. Und weil es vornehm zugeht an der Börse, heißt der Gewinn nicht Gewinn, sondern Courtage. An der Hauptwache, ein Steinwurf entfernt von der Börse, das Büro des freien Maklers Nohls. Es ist 9 Uhr. Ja. Also auf jeden Fall, na gut, dann dürften aber nur, weil 2000 sind in jedem Fall, sind am 23. Ja, schon verkauft worden, ja. Dann müssten also nur noch 3000 drin sein, aber er führt mir 5000 auf. Und außerdem fehlt mir immer noch die Abrechnung über restliche 800 Fehler. Die eigentliche Arbeit des Maklers beginnt lange vor der offiziellen Börsenzeit. Maklerbüros, meist kleine Ein-, Zwei- oder Drei-Mann-Betriebe in Börsennähe. Schillerstraße, Hochstraße, Steinweg, Hauptwache. Aber ich meine, das wird, glaube ich, viel mehr eher auf dem Rentenmarkt der Fall sein. Ja, weiß ich, oder die neuen Bayerscheine, wie sind denn die? Ja, also ich bin der Meinung, das ist ja eine Bewegung, die noch nicht zu Ende ist. Makler testen den Markt. Kunden anrufen, angerufen werden, Computer abfragen, Kauf- und Verkaufswünsche prüfen, sammeln. Kurz nach 11 geht es dann rüber zur Börse. Die Arena ruft. Hätte was für ein Geld? 10. Richtig. Herr Nohls, jetzt diese Hektik nachher in der Börse, die Hektik, ist man da nicht bald reif für die Klapsmühle? Noch nicht. Das wird alles zur Gewohnheit. Außerdem ist gar keine Hektik heute Morgen. Das ist ein Schlafsaal hier heute Morgen. Ja? Aber ist der Beruf des freien Maklers nicht voller Risiko? Natürlich ist es Risiko. Weil Sie müssen ja praktisch zunächst mal in den meisten Fällen selbst eintreten. Sie haben ja nicht jedes Mal einen Kontrahenten dagegen. Das heißt, Sie treten selbst erstmal ins Geschäft ein und suchen sich dann einen Kontrahenten. Zumindest in sehr häufigen Fällen, ja. Was ist, wenn Sie keinen Kontrahenten finden? Ja, dann sind Sie im Beruf gestorben, dann haben Sie die Position selbst. Ja, aber Sie haben doch ein paar Tage Zeit. Ja, natürlich. Ja, bloß bezahlen müssen Sie. 1:2 Daimler! 6 Geld Mercedes! 6:7 Mercedes! 3:1 Börsianer und ihre eigene Sprache. Waffen, das sind eigentlich die Industriewerke Karlsruhe. Viel zu lang. Waffen, es muss schnell gehen. Röhren, das sind die Mannesmann-Werte. Es ist keine Frage, was ich handle, ob ich Äpfel handle oder Aktien handle. Die Frage ist nur, ob das Äpfelhandeln so wichtig ist wie eine Börse. Schließlich und endlich ist die Börse ein Umschlagplatz für Investivkapital. Und das ist in unserer Wirtschaftsordnung, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und daher ist es auch wichtig, dass die Märkte funktionsfähig sind. Und aus diesem Grunde sind eben Leute gefordert, Märkte zu machen, damit die Funktionsfähigkeit gegeben ist. Wenn das für unsere Wirtschaft so wichtig ist, warum hat zum Teil der Beruf des Brokers, des Maklers so einen anrüchigen Beigeschmack? Man sagt dann immer so schnell vom Volksmund her Spekulanten und so weiter. Naja, weil wahrscheinlich
um die Börse herum immer viel zu viel Geheimnisvolles gemacht wird, nicht wahr? Das ist so ein Thema, was man, was der Normalsterbliche meistens nur vermittelt bekommt in Kriminalfilmen, wo die Leute dann gezeigt kriegen, also da ist jemand, der spielt an der Börse, der macht die großen Transaktionen, das ist der größte Unsinn des Jahrhunderts. Da drüben laufen ganz normale Menschen rum, die eigentlich nichts anderes tun, als Orders ausführen, als dafür zu sorgen, dass also, was bei den Banken an Orders hereinkommt, an die Börse rüberkommt und dass es dort Leute gibt, die das abwickeln. Das hat im Grunde genommen mit diesen mysteriösen Dingen, die normalerweise in Kriminalfilmen nur kommen, überhaupt nichts zu tun. Da drüben laufen ganz normale Menschen herum. Das hat der Makler gesagt. Geld verdienen, aber bitte schnell und bitte viel. Das ist der Antrieb in diesem Beruf. Warum es auch Spaß macht, ist es einfach, Sie können etwas gestalten, Sie können handeln. Und was ganz wichtig ist für meine Begriffe, es ist ein Markt drüben, wo nur das Wort gilt. Es gibt keinerlei schriftliche Abmachungen. Das heißt also, wenn Sie drüben ein Geschäft abschließen, egal in welcher Größenordnung, dann müssen Sie stillhalten, dann gibt es keine schriftliche Abmachung, erst am nächsten Tag wird abgewickelt. Und wenn Sie in unserem Beruf mal in den Ruf geraten, dass sie nicht stillhalten, dann sind sie eigentlich auch schon tot. 12,5 zu 13 Waffen! 12,5 Geld, 13 Briefe Waffen! 12,70 Geld, 80 Geld Waffen! 13 Brief! 80 13 Brief! 80 Geld! 13 Briefe Waffen! Wie auf dem Pferdemarkt. Nur das gesprochene Wort hat Gültigkeit. Von dir an dich. Basta. Geschäfte mit der Stimme. Geschäfte per Stimmband. Börsianer bringen auf das Parkett nur ihr Notizbuch mit. Wo bleibt die ordnende Hand im scheinbaren Chaos? Hier zum Beispiel die Geberzentrale. Haben die Makler einen Kurs ermittelt, schreiben sie ihn auf einen Zettel, schicken ihn per Rohrpost rauf zur Zentrale. Der neue Kurs erscheint auf der großen Anzeigetafel. Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Sein Zwischenergebnis, sein Endergebnis auf der Anzeigetafel. Man will wissen, wie es ausgegangen ist. Die amtlichen Kurse werden sofort bekannt gegeben, nicht nur hier. Sie gehen simultan an andere Stellen, an Schalterhallen der Banken, Großraumbüros, Redaktionen. Die Börse, ein Markt wie jeder andere. Wäre es so einfach. Makler sind nicht gleich Makler. Hinter der Maklerschranke das Reich der Kursmakler. Anders als die freien Makler sind sie zu ihrem Amt staatlich bestellt und vereidigt worden. Ihr Job? Sämtliche Kauf- und Verkaufswünsche sammeln und errechnen, zu welchem Kurs der größte Umsatz zustande kommt. Das ist die amtliche Kursfeststellung der Aktien. Die abgeschlossenen Geschäfte rein in die Computerterminals. Die Daten rasen in den Rechner der Börsendatenzentrale, werden weiterverarbeitet. Ein Schwenk nur entfernt vom ehrwürdigen Gebäude der Wertpapierbörse gegenüber die Börsendatenzentrale. Der große Bruder, der alles erfasst. Die Geschäfte der Makler werden per Computer überwacht. Ihr Gewinn, aber auch ihre Unrichtigkeiten. Der Umsatz, die Kurse werden in das Datenzentrum eingespeichert. Über ein weltweites Nachrichtennetz können sie jederzeit abgerufen werden. Der Handel mit der fast unsichtbaren Ware Aktie. In den Hieroglyphen des Computers findet er hier sein vorläufiges Ende. Ein Handel ohne sichtbare Ware zum Anfassen. Das muss abstrakt bleiben. Doch es gibt sie, die Aktien, die Papiere, die Anteile. Die meisten liegen, verstauben, werden bewegt in einer Wertpapiersammelbank tief unten im Keller eines gigantischen Tresors. Eine Aktie, ein Stück Papier, das demjenigen, der es gekauft hat, bescheinigt, dass er Anteilseigner bei einem Unternehmen ist. Ganz einfach. Wenn, wie in früheren Zeiten, diese Wertpapiere noch drüben zur Börse mitgebracht und tatsächlich dem Käufer von dem Verkäufer in die Hand übergeben würden. Man täte sich nicht so schwer, das Geschehen zu verstehen. Früher, damals, da musste man die Wertpapiere aus dem Tresor nehmen, mit Diebstahlsangst im Nacken zur Börse transportieren, später wieder im Tresor verschließen. Heute, nur wenige Aktionäre bekommen ihre Wertpapiere jemals zu Gesicht. Noch nicht mal zum Wohnzimmerschmuck geeignet. Das Einzimmerbüro eines Kursmaklers. Adolf Bonfig und Frau. Vorbörsenzeit. Bonfig, moin Hennes. Ist was los bei dir? Ja, ja, es ist wahrscheinlich noch zu früh. Alles klar. Wenn du mal was hörst, kommst du mal durch. Ja? Dank dir, tschüss.
also 2, 3, der Thyssen und was 8, 9 ist mein Bund. Kursmakler, wie gesagt, staatlich bestellt und vereidigt, aber dennoch freie Kaufleute. Makler Bonfig hat, wie die meisten, eine Banklaufbahn hinter sich, ist später dann ausgestiegen, hat sich selbstständig gemacht. Heute gehört er einer exklusiven und kleinen Berufsgruppe an. Nicht einmal 30 Kursmakler gibt es in Frankfurt. Klein, exklusiv und männlich dazu. Noch sind Makler Makler, nicht Maklerinnen. Frau Bonfig assistiert ihrem Mann. Warum sind denn eigentlich so wenig Frauen? Weil es eine Männerwelt ist und die Männer meinen eben, sie würden über den Frauen stehen. Frauen könnten das nicht. Ah, ja. Ja, doch. Na, denk an meinen Fall. Als ich damals angefangen habe, wann war das, 68, und da sollte ich ja auch als Stellvertreterin ausgebildet werden und dann hat man mir also da ein Veto eingelegt. Das ging nicht, ich wäre eine Frau, meine Sache wäre eben zu heiraten und Kinder zu kriegen und so. Und das wäre nicht im Sinne eines Stellvertreters, der anschließend ja irgendwann mal Kursmakler werden sollte. Ne? Ja, das ist so ein bisschen eine Macho-Gesellschaft da, ne? Mhm. Ja, ja. So, wenn es dann richtig losgeht, dann... Ja gut, ich meine, warum soll man das als Frau nicht können? Ja gut, ich habe vielleicht das Stimmvolumen nicht, das ist klar. Wenn ich natürlich da rumschreien soll, was ich auch schon getan habe, und dann sich anfängt meine Stimme zu überschlagen, fängt alles an zu lachen, das ist klar. Ne? Aber warum soll man das als Frau nicht können? Ich habe genau die gleichen Voraussetzungen wie jeder Mann auch, eine Banklehrerin. Ja, grüß dich. Frauen auf dem Parkett, ja. Aber nur als Händlerinnen der Banken, nicht als Makler. Die Börsenusance sieht meines Erachtens da bisher keine Möglichkeit, eine Frau als Maklerstellvertreter zu benennen. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Frauen sind nicht in Schlüsselpositionen und vielleicht wird das mal anders. Frau Spander, warum kommt das Ihrer Meinung nach, dass die Frauen, die das ja auch können, wie die Frau Gräfe sagt, warum die hier unterrepräsentiert sind? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass der Beruf Händler natürlich traditionell ein Männerberuf ist und eigentlich erst nach dem Kriege hier an die Börse Frauen gekommen sind, erst in die technische Abteilung und später dann eben auch als Händlerin. Aber ich muss sagen, als Frau wird schon einem was abverlangt. Insofern, dass man eben nicht zimperlich sein darf und auch zu seinem Wort stehen muss, was man nun mal gibt. Hier gilt das Wort. Und also ich fühle mich in dieser sogenannten Männer-Dominanz schon sehr wohl. Und das Wort wird ja sehr schnell gefällt und bedeutet das nicht auch eine ganz starke Konzentration? Ja, sicherlich, sicherlich. Man muss belastbar sein. 250 Stücke bei 6 drin und dann... Ja. 500 Geld an den Lien! Berufsdefinition. Die Kursmakler sind Kaufleute, die Geschäfte zwischen Börsenhändlern vermitteln. Eben, sie makeln. Nein, nur 3 Geld. 3 ist über Jahre Geld. Man muss ja aber doch ungeheuer fix sein, denn es gibt ja Zeiten, in denen eine Entscheidung oder Entscheidungen sehr schnell gefällt werden muss. Ja, Sie müssen, sagen wir mal, eine Sekunde bitte. Bonfig? Ja? Dank dir. Okay, Helmer, wenn es noch einmal mag, besser, wird es sowas für mich geben? Alles klar, dank dir, ciao. Ja, Sie müssen also voll konzentriert in den 2 Stunden arbeiten und das heißt, Sie müssen jede Sekunde oder jede 10. Sekunde bereit sein, eine Entscheidung zu treffen, die gegebenenfalls auch falsch sein kann, denn die Kundschaft, sprich die Banken, erwarten, dass Sie dauernd Kurse stellen und dauernd auch sich engagieren, damit das Geschäft zustande kommt. Und hält man das auf Dauer aus oder ist das ein Beruf, den man nicht ewig machen kann, einfach wegen der Konzentration? Sagen wir mal, für 2 Stunden kann man das durchaus aushalten. Und für einen ganzen Tag, sagen wir mal so, wie das in Amerika ist, 6 Stunden Börse, wäre es nicht möglich. Allerdings drüben ist das Geschäft dann auch anders gelagert. Es kommen auch Stunden, wo der Broker ruhig arbeiten kann, das heißt, wo eben kaum Geschäft ist, sodass er also nicht dem Stress unterliegt, dass er 2 Stunden eben voll arbeitet. 3 Briefe. 2 zu 3. Das ist eigentlich die Regel, dass sagen wir mal,
zwischen den Einzelnen, zwischen den Hauptkursen, das heißt zwischen dem ersten Kurs, dem Kassekurs und auch dem Schlusskurs, Perioden liegen, wo das Geschäft sehr ruhig ist, das heißt, wo Sie also sich durchaus regenerieren können oder auch einen kleinen Plausch halten können mit einem Kollegen oder mit einem Bankhändler. So dass es, also die Regel ist, dass Sie nicht 2 Stunden voll und konzentriert jeden Tag arbeiten müssen. Es ist eine Arbeit, die immer wieder neu und interessant ist. Allein Sie lernen Menschen kennen, Sie müssen auch ein bisschen Psychologe sein. Es ist etwas, was außerhalb dessen ist, was man normalerweise in einer Bürotätigkeit finden kann. Und insoweit sind alte Börsianer immer eigentlich, sie kommen von ihrem Geschäft selten los. Das ist das Geschäft. Ein Börsenhändler hat den Makler beauftragt, einen Käufer zu suchen, der Aktien zu einem bestimmten Preis erwerben will. Der Makler sucht, also schreit er. Will der so gefundene Kaufinteressent aber weniger als den bestimmten Preis zahlen, versucht der Makler die Vermittlung. Er bietet einen Preis, mit dem beide einverstanden sind. Marktgeschrei. Kommt die Vermittlung zustande, hat der Makler verdient. Seine Courtage. Vier Gelder, Gusta! Fünf 60 zu 6! Die da unten, die da oben. Die Frankfurter Börse hat 2 Emporen, Galerien. Die eine ist die noblere, die Galerie der Dauergäste. Hier darf nur hin, wer einen besonderen Ausweis besitzt. Wenige sind das. Frühere Händler, Bankiers, Makler, Presse. Besucher ohne Berechtigung zur Teilnahme am Börsenhandel, heißen sie im Deutsch des Börsenvorstandes. Einige sind immer hier, Sommer- und Wintergäste. Für sie ist die Galerie, Kneipe, Café, Wohnzimmer, Gewohnheit. Sie gehören zum Inventar des Börsensaals, können nicht lassen von dem, wofür sie einmal gearbeitet, gelebt, gespielt haben. Mitspielen dürfen sie nicht mehr. Veteranen. Und doch soll es einige geben, die über gute Kontakte zu Maklern unten verfügen. Ein schneller Zuruf, ein Blick, eine Geste. Doch darüber spricht man nicht. Ihre Geheimnisse sind verborgen im Gesicht, wie bei den berühmten Pokerspielern. Sie sind einfach nur da, weil sie die Atmosphäre brauchen. Nicht wirklich Quatsch. Es war Zufall, dass er wieder gefunden hat. Der älteste Dauergast ist dieser Herr, Willi Horn. Älter noch als dieses Jahrhundert. Ein echter Frankfurter. Vor über 30 Jahren war er noch Börsenhändler der Hessischen Landesbank. Jeden Winkel kennt er auf dem Parkett, das sein Leben war und ist. Kennt die Börse, die Gerüchtebörse. Man kennt ihn, den immer freundlichen Herrn Horn. Alter Hase, Börsianer, Dauergast. So wie ihn kennt man allmählich alle im Saal. Das Chaos hat seine Ordnung, die Verwirrung Methode. Ist einer gefragt worden, so ein Experte, wie kann man dann an der Börse zu einem kleinen Vermögen kommen? Ich sag, will ich Ihnen sagen, wenn Sie ein großes mitbringen, haben Sie gleich ein kleines Vermögen. So, es gibt gerade in Banken eine Menge Erzählungen aus der Ära Rothschild und so weiter, nicht? Wir haben auch spekuliert, die Leute, diese reichen Leute, nicht? Und haben ihr Geld verliehen an Fürsten und Kaiser und Könige. Ne? Und haben auch Verluste einstecken müssen. Das ist der Weltlauf. Ich freue mich immer, wenn ich mit diesen alten Freunden, wie ich beinahe sage, mich unterhalten kann. Wissen Sie noch, wie damals bei Direktor sowieso und beim Vorstand und so weiter, gehen wir doch mal wieder raus. Das sind eine ganze Reihe von Herren, die da bei mir in meiner Abteilung waren. Nicht nur nachher Makler geworden sind, sondern zu anderen Banken. Da sind auch zu was gekommen sind. Und das ist so eigentlich ein Hobby von mir, dass ich mich noch so ein bisschen bekümmere um das Börsengeschehen. Sie haben doch 2 Zusammenbrüche erlebt, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, die Währungsreform. Wie war das denn? Ja, also das kann man, das sind eigentlich ein Zahlenspiel gewesen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Die Entwertung der Mark nach den Kriegen, so weitgehend, dass schließlich 1 Billion
Mark umgestellt wurden auf eine Mark, also eine Billion, 1000 Milliarden. Ne? Das waren die großen Umstellungen. Und was da lag, wie der Dollar stieg und stieg und stieg, immer teurer wurde und die Mark immer weniger wurde, ja, dann waren das astronomische Zahlen. Das ist eigentlich die Faszination gewesen. Wenn wir sagen, wenn Sie da ein Bankguthaben hatten, von nur im Zahl zu 2 Billionen, 750 Milliarden, 899 Millionen, 510.000, 302 Mark 50. Wie war denn zum Beispiel die Zeit, als die Weltwirtschaft zusammenbrach? Wie sah das dann an der Börse aus? An die Börse war dann geschlossen. Also als die Banken gestehen mussten, dass sie nicht mehr können, das war damals die Darmstädter Nationalbank als erste, Schalter geschlossen. Um an der Börse ein kleines Vermögen zu machen, hat Willy Horn gesagt, muss man mit einem großen anfangen. Altersweisheit. Manche versuchen immer wieder das große Spiel, den großen Einsatz. Börsenbesucher als Spieler, als Zocker, die es nicht lassen können. Kann es denn sein, Herr Tischler, dass man auch so eine Art Suchthaltung entwickelt? Das heißt, man wird zum Zocker und kann es nicht mehr lassen. Ich kenne niemanden, der durch die Börse zum Spieler oder, wie wir hier sagen, Zocker geworden ist. Das liegt wohl im Menschen drin und wer wirklich Zocker ist, dem ist es hier doch zu langweilig. Denn es ist doch immerhin, dauert es einige Zeit, bis man auf seine Anlagen Bescheid bekommt in Form von Verlust oder Gewinn. Es gehört oft sehr viel Geduld dazu, eine Aktie durchzuhalten. Und das ist für einen Zocker doch zu langweilig. Der wird also in jedem Fall die Spielbanken frequentieren und dort den Nervenkitzel finden, den er hier doch in dieser Weise nicht hat. Sind Sie reicher oder ärmer geworden in diesen 15 Jahren Dauergast auf der Galerie in der Börse? Wenn ich ärmer geworden wäre, dann wäre ich sicher nicht mehr hier. Denn das ist wohl kaum denkbar, dass jemand eine Sache betreibt, während der er laufend Geld verliert. Von Spielern sagt man das ja, aber ich sagte ja schon, wirkliche Spieler dürften hier nicht zu finden sein. Die sind alle irgendwann nach einer kurzen Zeit wieder verschwunden. Die andere Empore, Galerie zweiter Klasse. Tausende pilgern hierher, interessierte Laien, Schulklassen, Gruppen, Einzelne. Das hat was von Zoobesuch. Hinter Panzerglas, unten in der Arena, die Schau der Händler und Makler, Tumult in der Tiefe. Dealen ohne sichtbare Ware, da gibt's wenig zu verstehen auf den ersten Blick. Doch das Interesse wächst. Immerhin ist rein statistisch gesehen jeder 11. erwachsene Bundesbürger schon Besitzer einer Aktie, Mitbesitzer eines Unternehmens. Unter den Besuchern, auch hier fachkundige Spekulanten mit kleinem Portemonnaie, Besucher, die kamerascheu sind, die mitschreiben, notieren, die sich nicht äußern wollen, was sie fast täglich zur Börse treibt. Ich habe jetzt hier auf der Zuschauergalerie schon eine ganze Menge gefragt, ob ich mal mit denen darüber sprechen kann, die so interessiert sind wie Sie. Und da hieß es doch sehr oft, nein, bloß nicht ins Fernsehen. Haben die dann Angst vor dem Finanzamt, oder? Ja, das kann natürlich ohne weiteres möglich sein. Ich meine, das ist klar. Ich meine, wenn Sie natürlich, müsste an für Sie jedem bekannt sein, dass wenn Sie Spekulationsgewinne machen innerhalb eines halben Jahres, sind die natürlich zu versteuern. Das ist klar. Ne? Hm. Das kann mit ein Grund sein. Hm. Aber Sie haben keine Angst davor? Nee, ich habe keine Angst davor. Für mich persönlich, also die Atmosphäre auf der Börse ist sehr undurchsichtig. Die Schreierei, erstens versteht man kaum einen Ton. Und dann redet alles durcheinander und teilweise Hektik. Da laufen ein paar und da bildet sich eine Traube vor dem Verkäufer. Von hier außen, als Außenstehender, ist es also, kann man da nicht viel ersehen, meine ich. Aber gefällt Ihnen die Atmosphäre hier? Ja, die gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist halt Affäre der Geschäftigkeit, das Business, sage ich mal. Das ist halt Kapitalismus in seiner ursprünglichsten Form für mich. Das Haus am Jürgen-Ponto-Platz. Es rühmt sich, das höchste Bürogebäude Deutschlands zu sein. Ein Großraumbüro heißt hier nicht mehr Großraumbüro, hat einen neuen Namen verpasst bekommen. Bürolandschaft.
Ressort Wertpapiergeschäft einer großen deutschen Bank hoch über Frankfurt. Börse und Banken, das verzahnt sich. Ohne Banken wäre nichts los an einer deutschen Börse. Wertpapierbesitzer oder Interessenten können ihre Aufträge nur über eine an der Börse zugelassene und vertretene Bank an die Börse bringen. Das deutsche Gesetz, die Macht der Banken dahinter. Auf diesem Stockwerk arbeiten die Börsenhändler, festangestellte Bankmitarbeiter, die im Auftrag ihrer Bank mit Wertpapieren handeln. Hier gibt es ein Telex- und Bildschirmsystem, das während der Bürozeit in die Räume der Frankfurter Wertpapierbörse umgeschaltet werden kann. Über Funkfernschreiber können blitzschnell und gleichzeitig die Börsenkurse an alle Niederlassungen übermittelt werden. Und hier kommen von den anderen Filialen die Aufträge, die Bankkunden ihren Kreditinstituten erteilt haben. Kauft mal 50 Anilin, 30 Weber, 40 VW, 20 Röhren. Tendenz behauptet, schwächer, fest, sehr freundlich. Zum Händler, zumal zum Börsenhändler, wird man geboren, sagt man. Den Börsenhändler bestimmt, womit er handelt. Es sind eben nicht Kartoffeln oder Altpapier, es sind Wertpapiere. Das hat ihn geprägt, auch äußerlich. 11 Uhr. Zwei Börsenhändler auf dem Weg zur Börse. Tagtägliche Routine. Kaufen und verkaufen. Hallo, an den Tausend reinlegen. Große und kleine Banken haben an der Frankfurter Wertpapierbörse eigene mit Telefon, Fernschreiber und Computer ausgerüstete Büros, die Bankboxen. 2 Stunden Hochzeit für die Bankenhändler. Die Kursmakler mit lauter Stimme errechnen nach Angebot und Nachfrage die Kurswerte. Die Börsenhändler mit lauter Stimme flitzen zwischen Maklerschranke und Bankboxen hin und her. 8 Brief BAF. Aufträge gibt es satt heute. Kommen noch während der Börsenstunden herein. Über Fernschreiber, über Telefon. Sie müssen an die Makler weitergegeben werden. Oder an einer anderen Börse sind bestimmte Aktien billiger zu haben als in Frankfurt. Die Aktien werden dort gekauft und in Frankfurt sofort wieder verkauft. Der Gewinn gehört der Bank. Ein Markt wie jeder andere. Das sagen die Börsianer gern. Mit jenem Hang zum Understatement, dass ihr eigenes Milieu, ihre eigene Tätigkeit unbescheiden aufwertet. Zweifelsohne wird es ab und zu sehr hektisch. Das hängt ganz einfach von der Fülle des Geschäfts ab, was wir abzuwickeln haben. In den letzten 1,5 Jahren, darum wir sind sehr froh, ist die Börse, die Aktienseite eben doch sehr, sehr deutlich angezogen, in den Umsätzen sehr, sehr stark angezogen. Die Anzahl der Orders hat sich deutlich vergrößert. Zweifelsohne hat das natürlich, bringt das Hektik mit sich. Und zweifelsohne ist das natürlich auch von Einfluss auf einen selbst, denn es geht einfach hier in diesen 2 Stunden darum, die einem aufgegebenen Orders optimal auszuführen. Charaktereigenschaften eines Börsenhändlers, Entschlussfreude und Risikoneigung. Hätte er sie nicht, würde er vielleicht Briefmarken am Schalter verkaufen. An der Frankfurter Börse soll es einmal einen privaten Aushang gegeben haben. Keine Wandschmiererei, versteht sich, kein Graffiti, sondern eben ein privater Aushang. Auf dem stand, wenige Mitarbeiter sorgen dafür, dass etwas geschieht. Viele Mitarbeiter sorgen dafür, dass nichts geschieht. Und die überwältigende Mehrheit hat keine Ahnung, was überhaupt geschehen ist. Keine richtige Ahnung, warum dieser Gang in der Sprache der Börsianer U-Boot genannt wird. Aber es soll Zeiten gegeben haben, als nach offiziellem Börsenschluss manchmal hier Börsianer untertauchten, um im sogenannten ungeregelten Freiverkehr, weit entfernt vom strengen Reglement der amtlichen Kursfeststellung, mit nicht zugelassenen Wertpapieren zu handeln. iOS zum Beispiel mit Bernie Cornfield lässt schön grüßen. Und eines Tages verbot dann auch der Börsenvorstand die Geschäfte mit iOS-Papieren. Das U-Boot als Durchgang zum Rentenmarkt. Verwirrspiel. Neben dem Aktienmarkt gibt es noch weitere Märkte. Den Devisenmarkt, den geregelten Freiverkehr und eben den Rentenmarkt. Der Rentensaal. Hier läuft der Handel mit Renten ab und das sind festverzinsliche Wertpapiere. Anleihen des Bundes, der Post, der Bahn, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen. Hier soll es vornehmer zugehen, betont man, der Handel in ruhigeren Bahnen verlaufen als im großen Saal. 123. Nicht so spannend also.
Die Öffentlichkeit nimmt diesen Markt weit weniger wahr als den der Aktien. Wegen der festen Verzinsung ist das Kursrisiko bei Renten niedriger als bei Aktien. Die kurzfristige Spekulation von heute auf morgen passt nicht zu diesem Markt. Die Atmosphäre ist zwar nicht so gepflegt wie in einem englischen Club, dazu ist sie immer noch zu betriebsam, aber man benimmt sich äußerst gesittet, hat mal einer gesagt. 7,30 Märkte, Nebenmärkte. Der geregelte Freiverkehr ist einer von ihnen. Innerhalb der Börse und ihren strengen Regeln wird er nur geduldet, naserümpfend. Wird hier doch mit Wertpapieren gehandelt, die nicht zum amtlichen Handel zugelassen sind. Das missfällt gestandenen Börsianern. Es sind Aktien meist junger Unternehmen, die die Hürde des strengen Zulassungsverfahrens noch nicht überspringen konnten. Man traut ihnen nicht die Durchsetzungsfähigkeit am Markt zu. Andererseits brauchen gerade diese Gesellschaften Aktienkäufer, um an das notwendige Kapital heranzukommen. Das Geschwisterpaar Charlotte und Heinrich Fleischhacker arbeitet täglich zur Börsenzeit an diesen Tischen des geregelten Freiverkehrs. Fleischhacker, das älteste noch existierende Maklerbüro aus dem Frankfurt der Jahrhundertwende. Wir haben da so einige Zeitungen nach dem Kriege, kurz nach dem Krieg. Ich sehe da so ein paar Fotos. Erinnern Sie sich noch an all diese Menschen, die auf diesen Fotos drauf sind? Ja, zum größten Teil ja. Allerdings sind mir teilweise Namen entfallen. Aber ein großer Teil dieser Leute leben heute nicht mehr. Denn die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1949, das sind immerhin 35 Jahre her. Wir haben verschiedene Leute erkannt auch, eine ganze Anzahl schon da, aber die meisten davon leben nicht mehr, denn es waren ja damals zum großen Teil auch schon in den besten Jahren. Und nach dem Kriege, wie ging es dann weiter? Die Börse wurde, glaube ich, am 14. September 1945 ja, wieder eröffnet. Wir alten Börsenhändler und Makler, die wir wieder oder noch in Frankfurt waren, wir hatten uns getroffen und haben eine verbotene schwarze Börse eröffnet im Keller des Börsengebäudes. Und am 14. September 1945 haben wir die Genehmigung von der amerikanischen Militärbehörde bekommen, in Frankfurt wieder eine Börse zu eröffnen. Und am 14. September 1945 war die Eröffnung unter amerikanischer Oberhoheit. Und die wurde unten in dem früheren Getreidebörsensaal, wo nach dem Krieg das Theater gespielt hat. Der war nicht zerstört. Und da wurde die Börse eröffnet. Und da haben wir für einen Tag Erlaubnis gekriegt, die Börse abzuhalten. Und das ist das Kursblatt von der Zeit. Mit den Preisen, die an dem Tag erzielt wurden und in den Werten, in denen Umsatz war. Frau Fleischhacker, war das eine ganz schöne Zeit damals? Da war ich noch nicht an der Börse. Ich kam erst an die Börse, um technische Arbeiten hier zu haben, die Not an Mann war, und habe erst mit 60 Jahren angefangen, im Börsenbüro zu arbeiten. Und Sie sind ja heute immer noch im großen Saal. Ich bin heute nur aushilfsweise und wenn ich gebraucht werde. 20 Jahre bin ich bereits in der Börse. 13.30 Uhr, halb zwei. Man hört sie kaum, die leise Klingel. Börsenschluss nach 2 Stunden. Nur ein paar Minuten später wird das Parkett geleert sein. Händler, Makler und Besucher gehen ihrer Wege. Im vergangenen Jahr betrug der Gesamtumsatz in Aktien an der Frankfurter Börse weit über 90 Milliarden Mark. Wenn die Provision der Makler dabei 1 Promille beträgt, dann hätten insgesamt 61 Kurs- und Freimakler in einem Jahr über 90 Millionen Mark verdient. Statistik. Sie vermeldet nicht, wie viel manche Makler auch verloren haben. Nicht alle Börsianer gehen nach 2 Stunden Börse gleich in ihre Büros zurück. So wie es eine Vorbörse gibt, so gibt es auch eine Nachbörse. Unmittelbar nach Schluss setzen manche Börsenmenschen andere Aktivitäten frei. Hier kann man sie treffen. In den Kneipen drumherum. Hier reden sie über ihre Geschäfte in ihrer eigenen Sprache, lassen Dampf ab.
Neigungskneipen heißen sie wohl, und man wird in ihnen viele Geschichten zu hören bekommen, die ihrer Neigung entsprechen. Börsenlatein. Geschichten von jenem, der auszog, das schnelle Geld zu verdienen und heute auf einem Schlauchboot in der Karibik sitzt und vor seiner Auslieferung zittert. Von jenem, der einmal Vorsitzender des Börsenvorstandes war und gleichzeitig Geschäftsinhaber einer Privatbank und seine Bank fast ruinierte. Von jenem, der süchtiger Spieler war und heute ein geruhsames Familienleben in einer Villa im Taunus führt. Legenden und Geschichten von halbseidenen Gestalten, Glücksrittern in weißer Weste, Warenterminlern, Schwarzgeldanlegern, Blöffern, Zockern, verkrachten Juristen. Saufkumpanen, aber dennoch Konkurrenten im Kampf jeder gegen jeden. Also Persiane, Broker, Makler, das sind verschiedene Begriffe, ne, die ich täglich höre, aber so ganz ehrlich sagen, für mich sind das alles ganz normale Gäste. Ne? Ich komme gut mit denen zurecht und Persiane oder Makler oder Broker, die entspannen, das kann man sagen. Sind alle, kommen angespannt rein, gestresst, manchmal lustig, manchmal traurig, also gehen immer lustig raus. Ne? Ja. Sind immer happy. Wie gesagt, manchmal kommen sie etwas, zerknittert die Tür rein. Das dauert dann ein bisschen, ne? Je nachdem, es kommt auch auf die Konditionen an. Ne? Je nachdem, was sie erlebt haben drüben, ich war ja noch nie drüben. Ne? Wie reicht man hier erlebe. Das ist schon anstrengend genug, da. Sehr angenehme Gäste. Ne? Die Leute, die mit beiden Füßen im Leben stehen, die jeden Tag von Neuem zu beweisen haben. Ne? Und mit den Leuten musst du einfach rauskommen. Sind keine Träume, Realisten. Knallharte. Die können auch das Leben. Und mit denen kann man sich verstehen. Mit denen muss man sich verstehen. Ja? Wenn ich mit den Leuten nicht verstehen kann, der braucht gar nicht mehr ranzugehen in die Stadt. Na, das ist ja die Stadt in Deutschland, ne? Der größte Börse. Das meiste läuft. Banken. Hier trifft sich alles, hier konzentriert sich alles. Ne? Die Leute kommen hier, um ihr Geld zu verdienen und geben es woanders aus. Ne? Hier wird gearbeitet. Ne? Woanders wird gelebt. Und nun die heutigen Frankfurter Kassakurse mit den Änderungen gegen Freitag. AG für Industrie 303,50 Mark plus 2. AEG 99 Mark plus 1,20. Hier wird gearbeitet, woanders wird gelebt. Man kann das auf beides beziehen, auf Frankfurt wie auch auf seine Börse. Baden-Württemberg 141 Mark. Inmitten der City, Deutschlands größte Wertpapierbörse. Ein Wahrzeichen der Geldstadt am Main. Auf dessen Balustrade Merkur, Gott der Händler und der Gewinne, wacht. Die Bürger kennen das wuchtige Gebäude aus der Gründerzeit von außen, die wenigsten aber haben eine Vorstellung, was im Inneren geschieht. Es ist eine eigene Welt aus Hektik, Fachjargon, Geld, Notierungen und Konkurrenz. Es ist die Welt der Makler und Händler, die hier ihrer Arbeit nachgehen. Eine noch männliche Welt. Der typische moderne Mann aber betrachtet Geld als ein Mittel, zu mehr Geld zu kommen, damit er protzen und Aufwand treiben kann und über diejenigen triumphieren, die bisher seinesgleichen waren. Das hat Bertrand Russell gesagt. Er hätte die Makler und Händler meinen können.